wir verschließen uns natürlich nicht vor weiteren Neuzugängen. Wir müssen schauen, was wirtschaftlich auch für uns möglich ist. Roger ist der Spieler, mit dem wir uns auch länger beschäftigt haben. Wir kennen ihn schon sehr lange. Das erste Mal haben wir ihn, glaube ich, 2015 bei einem U20-Spiel der Elfenbeinküste gesehen. Ich hatte auch einen längeren Call mit ihm. Wir haben ein bisschen über die Spielidee gesprochen. Er sieht sich da auch im Flügel. Und aufgrund der Dynamik, der Geschwindigkeit, hat er natürlich auch sicherlich die Möglichkeit, da 1-gegen-1-Situationen für sich zu lösen. Erst einmal sind wir froh, dass wir diese zwei Transfers in dieser Woche umsetzen konnten. Das ist ganz klar. Und wir müssen schauen. Also wir verschließen uns natürlich nicht vor weiteren Neuzugängen. Wir müssen schauen, was wirtschaftlich auch für uns möglich ist. Wir haben noch ein paar Tage und ich will es jetzt auch nicht ausschließen, dass in den kommenden Tagen auch was passieren wird. Und es kann auch durchaus sein, dass das dann erst am 31. der Fall ist. Ja, Clemens hat es ja eben auch gesagt, wir haben gerade auf den Positionen haben wir Spieler gesucht. Wir haben sicherlich noch Positionen, wo wir uns auch nochmal verstärken werden müssen im Laufe der Zeit. Wann das jetzt passiert und wie das jetzt passiert, müssen wir halt auch schauen. Aber die Positionen gerade über die Außenbahn und gerade vorne, dass wir auch die Möglichkeit haben, vorne zu reagieren. Das war schon wichtig, das war schon elementar für uns. Deswegen bin ich erstmal damit, dass wir gerade im vorderen Bereich nochmal Optionen haben, bin ich zufrieden mit. Und die anderen Dinge, wenn man einen Kader baut und umstrukturiert und so einen Umbruch hat, wie wir das aktuell haben, dann wird das sicherlich, ich glaube, das kann auch jeder verstehen, nicht in einer Transferperiode gehen. Und wir halten da die Augen und Ohren offen und wie Clemens eben gesagt hat, wenn wir da die Möglichkeit haben, das eine oder andere noch zu machen, was in den Rahmen reinpasst, dann werden wir uns dem natürlich nicht verschließen. Also diese Kaderplanung und dieser Umbruch, der wird natürlich permanent begleitet von uns allen. Und wir sind da immer im Austausch, was wir denn vielleicht auf der einen oder anderen Position noch machen können. Also grundsätzlich ist es so, dass wir uns wirklich nach wie vor auch auf allen Positionen umschauen, ob das in der Defensive ist, ob das im Mittelfeld oder auch in der Offensive ist. Also wir wollen da auch gar nichts ausschließen. Es kann passieren, dass wir noch was machen. Es kann aber auch passieren, dass wir nichts mehr machen. Es hängt schon damit ab, welche Tür aufgeht, welche Möglichkeit es da im Endeffekt gibt. Frank hatte das unter der Woche natürlich auch schon gesagt, dass natürlich Laien auch für uns ein Thema sind. Wir eben gucken müssen, wo wir sportlich überzeugt sind, wenn uns einer weiterhilft und wird das ja für Umsatz behalten, dann werden wir uns natürlich darum bemühen auch. Es kommt da drauf an, was es im Endeffekt ist. Es kommt da schon drauf an, dass es eben auch wirtschaftlich passt. Wenn es wirtschaftlich passt, dann wären wir auch in der Lage, noch was umzusetzen, ohne dass jemand geht. Ich habe das letzte Woche auch schon gesagt, dass wir jetzt an einem Punkt sehen, wo wir nicht mehr handeln müssen auf der Abgabenseite. Aber es kann durchaus passieren, dass uns auch noch jemand verlässt. Wenn ein attraktives Angebot kommt, beschäftigen wir uns natürlich damit. Aber müssen eben auch schauen, dass es sportlich, dass wir das auffangen können und gegebenenfalls natürlich auch nachlegen können. Ansonsten würden wir das auch nicht machen. Ist das jetzt, also das Thema attraktives Angebot von anderer Seite, zeichnet sich da was ab oder liegt euch schon was vor? Aktuell ist nichts Attraktives bei uns auf dem Tisch.